Naturtonmusiker. Sie haben schon große Erfolge gehabt, unter anderem waren Sie Europapokalsieger und haben im letzten Jahr auf dem Bundesmusikfest in Münster die höchste Punktzahl in der 59 Spielmannschaft von Karlsruhe erreicht. Erst vor kurzem ist uns bereits das Tour erwartet, den wir an dieser Stelle noch einmal ganz herzlich für die wunderbare Werbung heute im HR4 danken möchten. Wie Sie schon beim Aufmarsch sehen, thank you.
Thank you.
Dieser Zug hat bereits in den 80er Jahren die Marschbandmusik hier in Deutschland bekannt gemacht. Er ist seit 1989 amtierender Hessenmeister, deutscher Vizemeister 1992, Goldmedaillengewinner bei der Deutschen Meisterschaft 1994, Sieger beim Großen Preis von Liebrecht. Dort hat man nicht nur den Klassenpreis, sondern auch den Schafflohpreis und den Paradiespreis gewonnen. Man hat drei internationale Auszeichnungen und bester Teilnehmer bei den Holland gewonnen. Dieser Zug steht für Marschbandmusik. Hören Sie nun The Sound of Frankfurt unter der Leitung von Günter Hahn. Thank you.
Aber ich möchte mich doch, wie der Lola angekündigt hat,
über alle Vereine mal hier runter in die Halle zu einem Abschlussfoto und vielleicht auch, naja, nicht nur vielleicht auch, sondern ganz sicher zu einem kleinen Geschenk von uns für euch. Bitte die Startbürger repräsentieren. Wie die Reihenfolge dann auftritt war. Bei unseren Musikfreunden des Musik- und Showkorps DRK Bierstein. Wir bedanken uns bei den Musikfreunden vom Spielmanns- und der Fahrzeug der Freiwilligen Feuerwehr Liede. Leute vom Fanfarenzug Ansa Gießen. Wir sind immer wieder überrascht, wie toll doch die Show und wie exakt die Show ist von unseren Musikfreunden. Und hier muss ich das Wort Freunde wirklich unterstreichen, denn uns verbinden ja ganz enge Beziehungen. Wir haben auch unseren Fahrer getauscht. Ihr wisst das alle, die Musikfreunde von Musikhof Hofhausen. Sie haben vorhin einen Verein gehört, der gezeigt hat, dass Spielmann zu Musik klingen kann wie Orchestermusik. Wir bedanken uns herzlich und freuen auch uns, dass Sie hier gewesen sind. Wir bedanken uns bei den Spielleuten aus Göteborg. Wir hatten zwei lange Pausen während dieser Show, die aufgelockert wurden durch etwas andere Musik, durch Disco-Musik, die sicherlich gerade unseren jüngeren Zuschauern, zu Hörern sehr gut angekommen ist. Deshalb ein herzliches Dankeschön an die Aerobic-Gruppe aus Brückers. Und wie könnte es anders sein? Sie stehen ja noch hinter uns. Nochmal ein herzliches Danke für den tollen Sound hier in der Halle, für den Musikzug Sound of Frankfurt. So, Sie sehen, hier sind Geschenke überreicht worden. Die Mario Händler hat gleich die ganze Kiste bekommen. Warum hat sie die Kiste bekommen? Weil die Namen natürlich verpflegt werden müssen. Die Flaschensekte unseres Startführers sind ganz allein für die. Und für die Mitglieder der Vereine habe ich nachher noch eine kleine Überraschung. Aber zuvor möchte ich noch einmal ganz kurz unseren Landtagsabgeordneten und Vorsitzenden des Reisenstadt Musikverbandes Fulda, Herr Dr. Norbert Herr, das Mikrofon bitten. Dr. Herr. Sehr geehrte Damen und Herren, ich denke, es ist in aller Ihrem Sinne, wenn ich mich ganz offiziell für den Reisen- und Stadtmusikverband bei den Veranstaltern, bei der Herren bedanke für den schönen Abend. Es war, denke ich, ein Abend, der war spitze. Meine Damen und Herren, es gab ja nicht nur was zu hören, wie das bei der Musik üblich ist, es gab auch was zu sehen. Das konnte sich sehen lassen. Wir wissen, was wir aus unserem Verein haben. Man kann es ja nicht selbst loben, lieber ganz schön. Deswegen tue ich das mal bei den Brückersern, ein sehr engagierter Verein. Da nicht nur musikalische Erfolge, nein, da steht auch was von der Organisation. Alles hängt miteinander zusammen, sonst klappt es ja nicht. Ich habe noch eine Erinnerung, wie von Marburg, man hätte ja einen großen Erfolg gewonnen.
Vorspiel gemacht, was den Zuschauern sehr gut gefallen hat. Also, lieber Bernd, du bist der richtige Mann, der das hier auch macht. Man konnte sehen, dass wir hier im Kreis Fulda ein Höhepunkt der Musik sind mit 80 Vereinen und über 3000 Aktiven. Einen solchen Besatz finden Sie sonst in Hessenland nicht mehr wie hier. Musik ist ja auch nicht etwas, was in der verschlossenen Tür gemacht wird, was eine Geheimniskrämerei wäre. Wir reden von der Darstellung, von denen nach außen, vom Applaus. Sie haben heute Abend eine bestimmte Sprache gehört, nämlich die der Spielmannsfüge, Verfahrenszüge, was eigentlich die Minderheit ist hier haben, sonst was hören Sie hier Orchester. Ich denke, wir sind am richtigen Weg. Wir haben auch noch eine erfolgreiche Mitteilung, nachdem ich dieses Jahr festgestellt habe, dass uns die Kuschelhalle gestrichen waren, habe ich im Landtag aus meiner Aufgabe etwas abgeschlagen. Und dieser Woche bekomme ich eine Pressemitteilung der zuständigen Ministerin. Es geht für den Dachverband in diesem Jahr 55.000 Mark. Also das ist ordentlich. Ich denke, wir holen es auf den richtigen Weg. Nochmal einen Applaus für den Veranstalter und alles Gute. Vielen Dank, Herr Dr. Herr, für die noch anregenden Worte. Es macht Mut, weiterzumachen. Und vielleicht machen wir das Ganze auch mal wieder, irgendwann hier in der Kreissporthalle. Aber ich denke, zunächst haben wir genug damit zu tun, all die Gegenverpflichtungen zu erfüllen, die hier hinter mir stehen. Denn wir müssen natürlich auch irgendwann nach Gießen, nach Frankfurt oder nach Honneburg oder wo auch immer hinfahren und da dann unsere Verpflichtungen erfüllen. Ich darf mich bei all den Vereinen, die teilgenommen haben, nochmal herzlich bedanken. Darf mich entschuldigen für die leichten Mängel, die vielleicht bei der Organisation im Hintergrund, was Sie alle nicht sehen konnten, aufgetreten sind. Obhausen hatte da am Ende keinen Raum mehr, es ist ein bisschen eng geworden. Tut uns wirklich leid, wir werden uns bemühen, dass bei nächsten Veranstaltungen das dann auch besser läuft. Und ein kleines Brustpflaster habe ich noch, das habe ich bereits angekündigt, weil ihr ja alle nur eine Flasche Sekt habt. Draußen im Foyer steht für die ganze Mannschaft, von jedem, der hier teilgenommen hat, noch Bier. Nicht bis zum Abwinken, aber doch bis zur Einfahrt, bis ihr ankommt, zur Verfügung, damit ihr nicht ganz so trocken nach Hause fahren müsst. Ich wünsche euch einen guten Durst und vielleicht sehen wir uns jetzt am Anschluss, im Anschluss an die Show, noch in unserer Kneipe, die wir im Foyer der Schule aufgebaut haben, extra für die Vereine, Musikantenschenke genannt. Da können wir uns sicherlich noch mal kurz unterhalten. Aber für die, die nach Hause fahren, wünsche ich für die Zukunft alles Gute. Vielen Dank, dass ihr hier wart und auf bald irgendwo in Hessen. Vielen Dank auch dem Publikum. Ich darf mich verabschieden und ich übergebe für die letzte Ansage, nämlich das letzte Stück von Sound of Frankfurt, wieder an den Lothar Jahn, bei dem wir uns im Übrigen auch herzlich bedanken, denn die Ansage war wie immer kompetent, sachlich und sehr informativ. Vielen Dank, Lothar.
machen.